Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums des DFF. Toll, dass Sie alle hierher gekommen sind. Das Kino ist ausverkauft. Das spricht sehr, sehr für diesen Film und diesen wunderbaren Gast. Und bevor ich ihn auf die Bühne rufe, schon mal einen großen Applaus. Christian Albert ist hier. Willkommen in Frankfurt. Extra angereist. Genau, Sie sind alle hier für Freies Land, ein Film, der gerade am Donnerstag jetzt seinen Kinostart hatte. Ein Film, der sich sehr, sehr lohnt. Wir werden auch heute länger drüber reden dürfen, das wird ganz toll. Denn Sie wissen es vielleicht, diese Vorstellung ist im Rahmen von Was tut sich im deutschen Film? Dieser Reihe, die wir seit nunmehr 16 Jahren zusammen mit EPD Film machen. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Die sitzen auch hier in Frankfurt und Chefredakteur Rudolf Worschech wird nachher dann das Gespräch mit dem Regisseur führen. Wir haben das Glück, dass wir hier nicht auf Werbung oder so angewiesen sind, sondern wir zeigen Ihnen jetzt einen Vorfilm in der klassischen Tradition des Kinos. Den habe ich ausgewählt. Ich versuche immer ein bisschen, dass das thematisch passend ist. Das ist heute vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber das können Sie gleich selber entscheiden. Das machen wir jetzt nämlich mit dem Film Die Tochter, der ganz aktuell auch auf Festivals läuft. Der ist aus dem vergangenen Jahr, 6 Minuten lang. 3 Regisseure haben den zusammen gemacht. Wir schauen ihn an und dann stelle ich Ihnen gleich Christian Albert vor. Ich sage schon mal viel Vergnügen und Film ab für den Kurzfilm. Aber jetzt freuen wir uns sehr auf den Regisseur des Hauptfilms, denn er hat es geschafft, aus Hessen den weiten Weg bis nach Hollywood tatsächlich zu schaffen, wo er auch immer noch aktiv ist und viele tolle Projekte so vielleicht bevorstehen. Vielleicht redet er auch heute drüber. Wir freuen uns sehr, dass er mit seinem aktuellen Film Freies Land hier ist. Großen Applaus, Christian Albert. Willkommen in Frankfurt. Kommt zu mir. Hallo. Wenn ich sage Hessen, du hast eine Offenbach-Kappe auf, wo genau sind deine Wurzeln hier? Also geboren in Seeheim-Jugenheim, damals aber Darmstädter gewesen und dann überall in meinem Taunuskreis, Offenbach, Eppstein, ja, was, alles mögliche, Niedernhausen und so weiter. Was verbindest du mit Frankfurt? Was ist das für eine Phase gewesen hier? Meine ganze Jugend, also von diverse Male in der Kindheit, aber dann halt so von 12 bis 22, also da, wo alles Prägende stattfindet, erste Liebe, Schulabschlüsse, Entscheidungen für Beruf und so weiter, das war alles hier. Und du bist ein großer Kinoliebhaber, hast du mir vorhin erzählt. Du hast quasi dein eigenes Filmmuseum zu Hause. Kann man das so sagen? Ja, also ein bisschen kleiner als hier. Aber nicht viel. Und du schaffst es, das finde ich ganz, ganz toll, also dass du tatsächlich auch dein Filmwissen so weitergibst an deine Kinder. Also du hast da wirklich so diesen Anspruch, da ein bisschen Filmgeschichte denen zu vermitteln. Wie machst du das? Also ich habe selber eine große Leidenschaft. Ich habe übrigens auch hier früher viele Filme mir angeschaut. So Sachen wie Eraserhead oder so, die man ja nicht normal im Kino sieht. Fand das ganz toll und habe einfach angefangen, sehr viel zu Hause so Arbeit wie in einem Filmmuseum zu machen. Also von Buster Keaton über Charlie Chaplin, Bela Lugosi bis hin dann in die 70er Jahre, Klassiker, Monumentalfilme, alles was es so gibt, zu zeigen, dass sie einfach einen breiteren Geschmack haben und dann auch den Zugang haben. Die können dann natürlich auch mal was Neues sehen, aber nicht so nur die neuen Sachen und dann gar nicht mehr die Geduld haben. Und ich bin da total happy, weil dass die Filme noch so funktionieren. Und es ist auch immer schwierig, dann immer Rücksicht zu nehmen darauf, dass der Kleinste noch klein ist und die anderen schon ein bisschen größer. Und der Kleinste hält auch Ben Hur durch, ohne zu mucken und so. Also es ist toll. Also es funktioniert. Es hat nur damit zu tun, was man halt zeigt und dass man halt so eine Mischung zeigt. Und wenn ich jetzt einen koreanischen Film mit Untertiteln gucke, dann haben die kein Problem. Also das finde ich. Also ich finde das ganz großartig. Kann man auch mal verklatschen, dass man so Filmleidenschaft lebt, wie du es tust. Das werden wir jetzt auch sehen. So ein bisschen natürlich hast du auch immer wieder Einflüsse, die in deine Filme mit einfließen. Was genau, darüber wird es wahrscheinlich nachher eher gehen. Möchtest du uns noch irgendwas vorweg mit auf den Weg geben, bevor wir jetzt Freies Land starten? Nö, vorher immer, vorher eigentlich nicht, nee. Einfach hinterher, wir unterhalten uns hier fast eine ganze Stunde oder so. Ne? Also wer, wenn Sie wollen. Wer Lust hat und dann bin ich hier dafür da, um mich hinterher zu unterhalten zu allen Fragen, die es so gibt. Dann sagen wir viel Spaß mit dem Film und schon mal großen Applaus. Christian Albert und Film ab für Freies Land. Danke dir. Einen schönen guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen. Ich fange jetzt gleich mal an und
fang auch relativ langweilig an, sage ich jetzt mal. Und zwar nach der Frage quasi der Genese dieses Projekts, wie sich das entwickelt hat. Also La Isla Mínima, das war ja in Spanien ein ganz großer Hit. Der hat viele Goyas, also spanischen Filmpreise, gewonnen, hatte bei uns aber nur einen kleinen Kinostart und kam dann auf DVD noch raus. Wie seid ihr auf diesen Film gestoßen? Wie fing das an? Also zwei Sachen, die parallel waren. Das eine war, dass der Sigi Kammel, mein Mitproduzent, mit einer ostdeutschen Frau verheiratet ist und ich bin auch relativ früh nach Berlin gegangen und wir fanden das eine spannende Zeit für einen Thriller, weil das für uns nicht gab. Also es gab aus der Zeit keinerlei Angstfilme. Dabei ist es ja vielleicht mit die größte politische Umwälzung seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen und da gab es jetzt historische Filme, Ostalgiekomödien, Dramen, all das, Liebesfilme, aber es gab noch überhaupt keinen Thriller und der Thriller ist ja das Metier von Angst und ich glaube, dass sehr viele Menschen da mit ihrer Angst allein gelassen wurden und das auch was ist, was bis heute hineinstrahlt, also das Historische und was auch immer wieder aktuell wird, also große Umwälzungen lösen tiefe Ängste aus und das fand ich übersehen, also fand ich gerade, ich mag halt Thriller gerne, ich mag Filme, die so ein bisschen atmosphärisch paranoid sind. Da haben wir nach was gesucht und parallel dazu, ich habe mit der Telepool, die diesen Film mitproduziert hat, sehr viele schon gearbeitet, die verkaufen meine Filme immer ins Ausland, fast alle waren bei denen und die sind tatsächlich mit diesem Film La Isla Mínima, den ich nicht kannte, zu mir gekommen und haben gesagt, wir haben das gekauft, wir glauben nicht, dass wir das in Deutschland groß rausbringen können, weil es zu spezifisch ist, aber wir finden, das müsste man eigentlich in Deutschland noch erzählen, wir wissen aber nicht wie. Und wir haben gesagt, oh, genau sowas suchen wir für die Wende. Also es war nicht klar, dass es in der Wende spielen muss, sondern es hätte jede andere Idee. Genau. Gegangen, ja. So, und das war dann ein Gespräch von einer Minute. Dann fanden die das gut und dann hatten wir den Auftrag, da was zu entwickeln für, ja. Das gibt ja in dem Film auch einen ganz großen quasi Antagonismus zwischen Ost und West, der sich ja bis heute nicht aufgelöst hat. Insofern hat er auch noch eine gewisse Aktualität, finde ich, der Film. Wir fanden das brandaktuell, weil auch schon beim Machen, also ich bin ja Westdeutscher und dann hatte ich natürlich Respekt vor dem Unmut, der mir da entgegenschlagen könnte, wenn das falsch verstanden wird, als irgendwie deprimierend oder mokierend oder herabblickend und habe mich dann mit sehr vielen Ostleuten umgeben bei der Produktion, aber auch versucht, eigentlich nur real zu besetzen. Bis auf eine große Rolle ist das eigentlich auch gelungen. Der Tristan Pütter, kommt aus Frankfurt. Ja, aber der spielt ja auch in Wessi. Ja, stimmt. Richtig. Also das ist alles richtig. Die Nora Waldstätten ist Österreicherin, aber ansonsten ist es sehr authentisch besetzt. Und da gab es ganz viele Diskussionen, da gibt es große Verletzungen, da gibt es, müsst ihr denn so eine hässliche Tapete nehmen und so, wir hatten noch tolle Tapeten und so. Es gibt, glaube ich, gerade so im Kulturbetrieb eine Darstellungsverletzung in der ostdeutschen Seele, die bis heute nicht aufgearbeitet ist und wo ich auch dachte, dass vielleicht noch mir viel mehr Negatives entgegenschlägt, aber das Erstaunliche ist, dass der Film im Osten am besten ankommt. Also es gibt auch viel mehr Vorstellungen in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Also das hätte ich nicht gedacht, ja, aber ist so. Vielleicht daran anschließend noch zwei Fragen. Und die DDR, also nicht die DDR, Ostdeutschland, das Ostdeutschland dieses Films ist ja, wie soll ich sagen, ein relativ synthetisches. Also das PNL habe ich mal geguckt, die Nummer, glaube ich, gibt es gar nicht. Oben nicht ist real, ja. Genau. Ihr habt das ja auch gar nicht in Ostdeutschland gedreht, wenn ich das Presseheft richtig gelesen habe. Genau. Kannst du vielleicht da was drüber erzählen? Also das ist grundsätzlich was, das ich gerne mache in meiner Arbeit, was auch viele nicht so mögen, aber ich siedle die Filme gern zwar spezifisch an, aber in fiktiven Orten. Es war auch bei Dogs of Berlin so, dass ich da die U-Bahn-Station Kaiserwarte erfunden habe, die es nicht gibt, was dann manche Menschen wahnsinnig aufregt, aber was mir so gerade, weil es ja um Clans geht und in Deutschland gibt es auch echte Clans, natürlich die Freiheiten eröffnet hat, die einerseits nicht zu
glorifizieren, andererseits auch nicht mich mit denen anzulegen, ne, dass sie dann vor der Tür stehen und so. Also das war, und noch viele andere Gründe. Und hier war es ähnlich, das sollte ja exemplarisch stehen, aber es sollte sich nicht darüber aufgeregt, dass wenn man da rechts abbiegt, dass dann eigentlich was anderes kommt und so. Also das mag ich einfach, dass die Orte so leicht fiktiv sind. Ich sage mal, Twin Peaks gibt es auch nicht genau so und ist trotzdem ein Film, der wahnsinnig genau ist über das Amerika dieser Zeit, aber er spielt im fiktiven Twin Peaks. Und auch jetzt die nächste Serie, spielt auf der Nordseeinsel Sleborn, die es nicht gibt. Also es ist so was ich gerne mache. Es gibt tatsächlich diese Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben das in der Recherche uns angeschaut. Ich fahre ja auch gern Kajak und so. Also es ist, glaube ich, vielen Deutschen nicht bewusst, was für Landschaften wir in Deutschland haben, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ich hätte es gerne ins Kino geholt und einfach gezeigt, dass es so ist. Problem ist, es gibt die Häuser nicht mehr. Also die Landschaft findet man so, aber es ist halt, wie ihr ja alle wisst, im Osten wahnsinnig durchrenoviert worden. Man findet natürlich vereinzelte diese Gegenden noch, aber nicht zusammenhängend, wie es für eine Filmproduktion notwendig ist, wo man sich ja dann doch auf 2-3 Orte beschränken muss aus finanziellen Gründen. Und die Ukraine hat jetzt genau diesen Umbruch, also sie hat die Sondersituation mit der Auseinandersetzung und dem Krieg mit Russland, der auch tatsächlich wieder aktuell wurde, als wir da waren, wo dann unser Team teilweise eingezogen wurde in den Militärdienst oder der russische Aufnahmeleiter nicht mehr über die Grenze durfte und so. Also das ist eine andere Spezialfall, aber die haben diesen Industrieabbau, diese Versprechen an das neue System, die Enttäuschung, die absolute Inflation. Also die haben all diese Probleme gerade und deswegen war es ideal, das dort anzusiedeln, weil es echt nah ist. Also viele wissen gar nicht, wie nah die Ukraine ist. Es hört sich verdammt weit weg an, aber man fliegt wesentlich schneller in die Ukraine als nach Malle. Und es ist auch, also da, wo wir gedreht haben, Lviv, das hieß früher Lemberg, das ist eine ehemals deutsche Enklave, deswegen ist die Architektur und die alten Häuser auch sehr deutsch geprägt. Und also es ist sehr viel näher und an uns dran, als man so denkt. Und ja, die verklappen da gerade die ganze Industrie, es war ganz toll, also es sind tolle Bilder. Wie sind Sie bei der, wie bist du, Entschuldigung, bei der Adaption vorgegangen? Ich meine, der Film von dem Rodriguez hat ja, man erkennt ein paar Motive von dem wieder, zum Beispiel diese Helikopter- oder Drohnenfahrten, auch die Konstellation von den zwei Polizisten. Was habt ihr gelassen, was habt ihr neu gemacht? Also das ist tatsächlich von Fall zu Fall, gab immer die Entscheidung so oder anders und wir haben weichen stark ab. Also ich hatte zum Beispiel das grundsätzliche Gefühl, dass Spanien, weiß nicht, wer den kennt von euch, aber da ist eins der Hauptcharaktere, ist halt das Land, seine flirrende Hitze, in der Luft sind immer die ganzen Pollen und Insekten und das war absolut absurd, da aus Deutschland heraus irgendwie das daran anzulehnen. Und ich fand es auch kein schönes Bild für diese Zeit. Ich fand das ich hatte so ein Gefühl, als ob das wie erstarrt ist. Und ich fand dieser Raureif, der das Land überzieht, eigentlich eine symbolische Darstellung für die Schockstarre auf der Seele, die einfach so was von Agonie, wenn man genau. Das ist. Und so sind wir halt immer rangegangen. Wir haben gesagt, okay, das passt genauso bei uns und das passt nicht. Also es gibt zum Beispiel, im Original kommen die zusammen an in dem Ort. Weil im Original ist der Kontrast eigentlich zwischen der alten Zeit und der neuen Zeit in zwei Figuren, die unterschiedliche Generationen sind. Bei uns ist es halt der Osten und der Westen, deswegen konnten die gleich alt sein, andere Ansichten haben. Der eine, ich hatte für mich auch so ein bisschen, ich verehre ja Westernfilme, dachte, ey, das ist eine Gelegenheit, heimlichen Western zu drehen. Und ein Western fängt immer an, a stranger comes into town, und auch relativ wortlos. Und deswegen ist bei uns diese 4-5-minütige Eingangssequenz, wo der halt erstmal allein in die Stadt kommt, ist halt auch zum Beispiel hierfür entstanden. Und so ist es immer Fall für, also unser Film ist eine halbe Stunde länger, über eine halbe Stunde länger. Daran sieht man ja schon, dass wir da das ein bisschen anders gemacht haben. Und manche Sachen waren zu gut, um die zu imitieren, manche fand ich nicht so gut. Für uns, also es war wirklich von Fall zu Fall. Also in La Isla Milima ist das ja auch so, er war ja auch ein Folterer. Genau, das fand ich gut. Genau. Hat ja auch gepasst, genau. Also wenn man viel Geld ausgibt, um den Film neu machen zu dürfen, dann nimmt man auch alles, was gut ist, an dem Film mit, weil dafür hat man ja bezahlt. Ja.
Wie haben Sie denn die beiden, wie hast du denn die beiden Polizisten gefunden? Die sind ja auch, finde ich, schon ziemlich markant und großartig. Tristan Pütter sagte mir was, der hat auch im Parfüm in der Serie mitgespielt, oder soweit ich mich erinnere. Da spielt er so jemand Verschlagenen. Aber Felix Kramer hat mir jetzt nicht so viel gesagt, der ja schon mit seiner körperlichen Größe sehr markant ist in diesem Genau, Film. Also das ist zum Beispiel interessant, das fand ich im Original gut, da ist es ein kleiner, schmächtiger Bürokrat, die Felix-Kramer-Rolle. Und es war auch toll, weil man dem das nicht zugetraut hat. Und bei uns war das ein ganz anderer Ansatz mit so einem wuchtigen Typen, also das ist, glaube ich, sehr anders. Aber das dunkle Geheimnis, das teilen sie sich natürlich. Also Tristan ist für mich, ich habe den sehr oft gesehen, auch in Kudamm 56 heißt es, glaube ich, also dieser Tanzfilm, in Generation War, wie hieß er, Unsere Mütter, Unsere Väter, also der ist viel im Fernsehen, aber oft sehr flippig und sehr dynamisch und so jung und hip und verführt die Frauen und meine Ladies in der Produktionsfirma sind auch total ausgerastet, als wir den besetzt haben. Und ich wollte aber jemanden, der ganz still ist und zurückhaltend und mehr beobachtet und trotzdem noch eine Verbindung zum Publikum hat. Und ich glaube, das hat er einfach. Ich habe noch nie mit ihm gedreht, aber ich hatte immer das Gefühl, man versteht, was er gerade denkt. So, und das ist nicht bei jedem Schauspieler so, dass man den zuguckt und man so ein Spiegelneuronen-Ding hat, dass man eigentlich mitempfindet, was er empfindet. Und das war für mich das Wichtigste in der Besetzung. Und habe ihm jahrelang auch gesagt, dass wir mal einen Film zusammen machen. Und er hat es natürlich abgetan als Gelaber, weil er sagt, sagen alle. Und dann kam aber der Anruf und er hat das hier direkt bekommen, auch ohne Casting. Also ich wusste, dass er das kann. Bei Felix ist es ja viel einfacher. Felix ist ja eine Entdeckung gewesen für Dogs of Berlin. Es gibt ein riesiges Problem innerhalb der Branche, das ist ja ein bisschen brancheninterner, aber dass wir keine richtigen Kerle in dieser Generation haben, in dieser plus 40. Da ist irgendwie nichts gekommen, was so richtig kerlig ist. Ne, es gibt es so ein bisschen älter, so Armin Rohde und so weiter, aber es gibt genau in dem Alter von Kurt Grimmer in der Serie nicht diese Typen so. Dann ging uns das bei Dogs auch so, kamen wieder alle, die man so kennt. Dann habe ich den wirklich von 0 auf 100 in diese Netflix-Serie bekommen, weil die Casterin kannte ihn schon länger, der hatte ein paar Mal großes Pech und ich fand ihn so eine tolle Entdeckung. Und jetzt kommt der Opportunismus hinzu. Ich wusste, ich mache diesen Kinofilm gleich im Anschluss und ich weiß zwar, dass er nächstes Jahr eine riesen Netflix-Kampagne haben wird und überall auf den Bahnen und der war ja dann 20 Meter hoch auf den Häuserfassaden und beworben und so und ich mache hier einen kleinen Film und weiß, dass dieser Typ bald bekannt sein wird und keiner sonst weiß das. Und deswegen habe ich ihn gleich nochmal besetzt. Wie arbeitest du eigentlich mit den Schauspielern? Also ich finde, die Szene, wo sie sich quasi kennenlernen, sag ich jetzt mal, also als ihr ins Zimmer kommt und überfallen wird und dann er da so steht mit seiner Feinripp-Unterhose, mit seinem dicken Bauch und sowas. Also das ist doch bestimmt nicht einfach, jemand da so rein zu überreden, sag ich jetzt mal. Ja, also das ist ja, Felix sieht ja so nicht aus normalerweise, der ist super fit, wirkt dadurch auch nochmal 10 Jahre jünger sonst, also in Dog, mein Mitproduzent hat den halben Film gesehen, bis er gemerkt hat, dass es Felix ist, also er hat wirklich sich sehr verwandelt und ich sag mal, in dem Fall ist es nicht so schwer, weil er hat sich jetzt zweieinhalb Monate Mühe gegeben, so auszusehen. Und jeden wirklich von morgens bis abends Schokopudding stolz gefressen drauf quasi. Und so. Und da gäbe es, glaube ich, eher einen gewissen Freude, dass es auch die Leute sehen und sich nicht einen halben Film lang fragen, ob das ein Fettsuit ist, den er da mal eben angezogen hat. Also ich glaube, der war happy. Okay. Und der hat auch den Humor. Also es ist ja auch in meinen Filmen, nicht für jeden, aber für mich gibt es halt immer auch lustige Szenen. Und er teilt diesen Humor, der hat das auch verstanden, dass das einfach ein komischerer Einstieg ist, als gleich in so einen harten, düsteren, trübsalblasenden Film nur so kalt einzusteigen. Die sind ja eigentlich in dem Film auch, wie soll ich sagen, ziemlich beherrscht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es da ein Overacting gibt. Mhm. Das, glaube ich, ist doch für einen Schauspieler gar nicht mal so einfach, das zu machen. Nee, aber das stimmt. Das ist, also ich mag auch, je nach Filmprojekt mag ich auch das große
El Pacino, Hollywoodeske Overacting. Also es ist, ich finde, es gibt viele Arten zu spielen, die toll sind, die ich gerne gucke. Und wenn Marlon Brando Stella ruft, dann würde man auch nicht sagen, dass das irgendwie subtil ist. Für den Film war es einfach nicht angemessen. Ich finde diesen Film viel spannender, wenn der so, wenn man das selber sich suchen muss. Also der Film spielt ja viel damit, dass man sich fragt, was in den Gesichtern vorgeht. Und man wird, glaube ich, durch die Erzählweise so ein bisschen daran geführt, selber Gesichter zu lesen, selber sich umzugucken im Bild und selber zu interpretieren. Und es gibt eigentlich keine Monologe, die irgendwas erklären. So. Und dafür war das halt besser, weil wenn die jetzt da alle so drücken, dann lehnt man sich zurück und muss nicht mitarbeiten. So. Aber was mir auch sehr gut gefallen hat, das waren auch die Innenräume. Also nicht nur die Landschaft außen, die ja auch in gewisser Weise eine Seelenlandschaft ist oder sowas, sondern auch die Innenräume, dieses Hotel, aber auch das Zimmer von dem einen verschwundenen Mädchen da am Hafen oder was das irgendwie ist. Habt ihr das im Studio gebaut oder habt ihr das auch dort vorgefunden? Es gibt keinen Studiobau in dem Film. Es gibt leichte Umwidmungen, so. Also ich sag mal, die Hotellobby, das ist eigentlich von so einer Mensa, wo wirklich 500 Fabrikarbeiter sonst essen, ist das die Jackenabgabe. Also da, wo die alle sitzen, hängen sonst so wahnsinnig, stehen Reihen und Reihen von so Jackenhaken, wo man halt seine Jacke abgibt. Und es gibt halt so, das gibt's halt viel, dass wir was gefunden haben und gesagt haben, das starten wir aus und dann ist das toll, aber es ist alles an sogenannten Originalmotiven gedreht. Und das war für mich halt der Film, alles, was ich zu sagen habe zu dem Thema, habe ich versucht in Bildern zu sagen und nicht im Dialog. Und deswegen war es ganz wichtig, wie eng zum Beispiel die Räume der Kinder sind. Es gibt immer so Einstellungen, die ich gesucht habe und ich habe dann das entsprechende Motiv gesucht, wo ich gesagt habe, wenn er sich da hinsetzt und sich umguckt und die Poster und die Träume an der Wand sieht, dann soll man verstehen, wie eng das Leben für diese Mädchen ist und das soll man im Bild verstehen, ohne dass da einer sagt, oh, guck mal, wie klein. Also so. Und deswegen war diese Suche nach den richtigen Motiven war für mich die Hauptarbeit als Kameramann, einfach zu sagen, ich bestehe jetzt, auch wenn es schwierig ist, also zum Beispiel dieser Gang mit den Tellern an der Wand, ich sehe halt sowas und sage, wow, das ist toll, hier müssten wir eigentlich drehen, es ist aber 2 Stunden weg von allem anderen und dann ist es eine wahnsinnig große Entscheidung, auf 2 Stunden Drehzeit zu verzichten und Fahrzeit draus zu machen, um dieses Motiv zu haben. Und das haben wir halt wahnsinnig viel gemacht, also die Line Producer hätte mich am liebsten umgebracht, weil ich immer gesagt habe, nochmal durch die Stadt und nochmal hier, nur für den einen Parkplatz und so. Also wir haben der größte oder schwierigste Entscheidung war einfach, diese ganzen Orte zusammenzusammeln. Ich finde den auch toll. Diese Fischfarm stand nicht im Drehbuch. Ne? Ich habe diese Fischfarm gefunden und dann wurde aus irgendwas anderem, was im Drehbuch stand, halt diese Fischfarm. Und ich habe schon mal vor vielen Jahren einen Film gemacht, das war eine Spielfilmversion zu Wolfs Revier, hieß Wolf Kampf im Revier, war ein Spielfilm auf Sat.1 und da hatte ich auch nicht viel Geld und habe dann zu dem Location Scout gesagt, ich habe nicht viel Geld, vergiss alles, was im Drehbuch steht, weil wenn wir das alles genau so machen wollen, dann geht ganz viel Geld dafür drauf, das Drehbuch zu verfilmen. Sag mir alle Orte, die du immer geil fandst, wo immer nie einer gedreht hat, weil es zu schwierig war. Und dann drehen wir da und schaffen fürs Geld was Besonderes. Und das hat so gut funktioniert. Ich habe lauter tolle Orte gefunden, dass ich das selbst, egal welches Budget, jetzt immer mache. Ich lasse mir von den Location Scouts erstmal alles zeigen, was einfach nur abgefahren, besonders, irgendwie cool ist und sage, okay, jetzt schreibe ich das Drehbuch auf diese Orte um. Und das ist wirklich hier bestimmt in einem Drittel der Locations ist es dann umgeschrieben worden, nachdem ich es gesehen habe. Und nicht ausgedacht und so, sondern ne, also ich habe dieses Schiff gesehen, was auch da gut stand. Aussieht, ja. Und als ich das Schiff gesehen habe, wusste ich, wie der ganze Film aussehen muss. Also das war für mich so ein Schlüsselshot. Deswegen ist ja jetzt auch ein Plakat auch. Ne? Also es einfach, notiert, ich stand vor diesem Schiff und dachte, das ist es doch. Das war mal viel und jetzt rostet es vor sich hin und es steht völlig bizarr in der Landschaft. Und das stand für mich, als ich nach der Wende durch den Osten gefahren bin, war das für mich so. Überall standen abgefahrene Sachen und rosteten. Das war so ein Schlüsselbild. Und dann wusste ich, welche Farben. Also es war so ein visueller Zugang. Muss man da nicht am Drehort irgendwie außerordentlich improvisieren, wenn man bei sowas Vorgefundenem dreht? Nee, also das habe ich mal ja ein Vierteljahr vorher. Also ich habe das nicht kurz vor Dreh gefunden, sondern ich habe bei den ersten Reisen Location-Touren, mehrere Touren gemacht und teilweise ein halbes Jahr, teilweise ein Vierteljahr vorher und dann die letzten so
Minimotive dann, was weiß ich, das Haus war, wo sie dann die Tür eintreten. Und sowas haben wir dann relativ knapp vorher gefunden, aber das weiß man auch, dass man das findet. Während so die Fabrik, dieses Schiff, auch dieser Riesendamm und so, sowas muss man länger suchen. Du bist ja auch für die Bildgestaltung verantwortlich. Mhm. Was bedeutet das? Du hast auch die Kamera gemacht. Mhm. Ja. Erzähl uns was über den Look von dem Film. Ja, das habe ich ja gesagt. Also es ging für mich so Hand in Hand, dieser Film, weil es ein Bilder- und Atmosphärenfilm für mich war. Ich habe sehr viele Plotfilme gemacht, auch Actionfilme, aber das war halt so klar, dass es für mich dann auch der Schritt war. Ich mache ja seit vielen Jahren, über 10 Jahre jetzt immer schon Kamera mit am Set. Also ich habe einen Kameramann und bin selber Kameramann. Wir sind immer zu zweit. Und ich drehe halt und er dreht und dann im Schnitt wird es das oder das. Und das wurde jetzt immer mehr das. Also es wurde immer mehr im Schnitt meins landete im Film und das war jetzt auch nicht mehr weiter den Kameraleuten zuzumuten, dass da ihr Name groß steht und sie wissen selber, sie haben da nur 50% oder so gemacht. Und deswegen haben wir das jetzt aufgehört und gerade bei dem Film, wo ich es eh für mich, den ich in Bildern gedacht habe, war das eigentlich eine Vereinfachung, dass ich jetzt das alleine machen konnte. Ja, vom Look her, ich habe ja gesagt, es ist ein Western, deswegen sind sehr viele Western-Einstellungen drin. Dann sind sehr viele Sachen, die ich sowieso immer mache, die für mich einfach, die so meine Theorie des Filmemachens sind, nah an die Blickachsen ran, dass man ans Gefühl rankommt, nicht zu früh zu nah oder zu viel zu nah dran zu kleben, damit man sich umgucken kann. Objektive, die weitwinklig sind, dass man nicht nur verschwommene Sachen sieht, sondern also so lauter so Sachen, an die ich einfach glaube, die sich halt so über die Jahre aufbauen. Und ja, also Farbenlehre war ja klar, das ist, habe ich ja gesagt, das war der Zugang über den Rost. Und ich stehe halt auf CinemaScope, also es ist einfach so eine persönliche Vorliebe und habe die meisten Filme auf CinemaScope gedreht, so auch den hier. Du hast ja auch 2 Filme in den USA gedreht, Fall 39 und Pandorum, den ersten mit René Zellweger, den zweiten mit Dennis Quaid. Man hat ja nicht so oft jemand hier, der in den USA gearbeitet hat. Ich habe mal den Kameramann Jost Vacano interviewt, Unterschied Deutschland-USA, und der hat gesagt, das ist ein einfacher Unterschied. Hier in Deutschland, wenn es ums Licht geht, kommt ein VW-Bus an und dort 2 Sattelschlepper. So, wie ist das gewesen, in den USA zu arbeiten? Was ist anders von der Filmproduktion her als bei uns? Also es ist so, wenn man viel reist, dann kennt man das aus dem Privatleben. Die Dinge sind ganz anders und doch irgendwie gleich. Und so ist es da auch. Also es stimmt natürlich, dass da 10-mal der Aufwand höher ist für dieselbe Szene. Also es ist wirklich so bei meinen Hollywood-Produktionen, hier gibt es halt eine Basis und da ist alles und dann fährt man zum Set und da steht nochmal ein Brötchentisch. Und dort war es so, da gab es eine Basis vor der Basis, die bestand aus, keine Ahnung, 30 Wohnwagen und LKWs, und dann fuhr man zum Set an so lauter LKWs vorbei und dann gab es nochmal eine vorgeschobene Basis, wo dann Frau Zellweger und Bradley Coopers Trailer nochmal waren und nochmal Kamera und so. Und dann kommt man irgendwann zum Set, da hat man das Gefühl, man ist an 3 Schranken und Security und sonst was vorbei. Das Lustige ist, wenn man natürlich dann am Set ist und vor allen Dingen, wenn man seinen Arbeitsstil treu bleibt, dann ist man in diesem kleinen Nukleus, direkt Kamera, Schauspieler, ist dann alles eigentlich wieder das Gleiche. Deswegen ist es auch so absurd, dass das so anders ist. Und es gibt ganz viel im Detail so Dinge, die mir dann auffallen, die, warum ich dann verstehe, warum auch alles 10-mal so teuer ist. Also es ist zum Beispiel so, ich habe dann einmal zu einem Komparsen gesagt, dass er was anders machen soll. Und dann kam sofort 10 Leute zu mir und gesagt, don't talk to the extras, das spricht nicht mit den Komparsen. Wieso kann ich nicht mit den Komparsen sprechen? Das mache ich immer. Ja, wenn du mit dem Komparsen sprichst, dann ruft er seinen Agenten an, sagt, der Regisseur hat mich inszeniert, ich bin Schauspieler, ich will $2000 Tagesgage. So, ne? Und also das ist, die Gewerkschaften haben so sehr, sehr, sehr strenge Regeln. Ich habe es ja auch immer wahnsinnig eilig am Set, weil ich eine hohe Auflösung mache und nicht die Drehtage, und dann fassen bei mir alle mit an, und damit das so klappt, fasse ich auch selber mit an und trage auch mal eine Schiene weg und so, um einfach ein Beispiel zu setzen, und da rasten die völlig aus, weil das halt verboten ist, ja. Gewerkschaftlich. Ja. Und das haben wir dann über die Tage so langsam dann irgendwie auch hingekriegt, dass wir das gemacht haben. Da hat auch René toll geholfen, weil die ist auch dann dauernd gerannt und hat irgendwie mitgearbeitet. Aber es ist einfach, am Paramount Lot wollte ich einen Kalender an die Wand hängen. Also am Studiogelände. Im Studiogelände hatte ich ein Büro über mehrere Jahre, und um da einen Kalender an die Wand zu hängen, muss man jemanden anrufen,
der diesen Nagel in die Wand haut. Das darf man nicht selber machen. Und das sind so, also ich könnte stundenlang Unterschiede aufzählen natürlich. Es gibt auch voll die geilen Sachen, die halt hier nicht so cool sind, die da besser sind. Ich finde das grundsätzlich, das gilt nicht für einzelne Schauspieler, aber es gibt sehr, sehr tolle, hart arbeitende, gut vorbereitete Schauspieler in Deutschland. Aber in Amerika gibt es das Gegenteil fast gar nicht. Ne? Also es ist einfach so, da kommen die Leute für die kleinste Rolle so top ehrgeizig und vorbereitet ans Set wie hier nur dein Hauptdarsteller. Also es ist zum Beispiel wahnsinnig angenehm und es ist natürlich auch toll, gerade wenn man so selber Filmfan ist, wenn man dann mit dem Team von, keine Ahnung, also ich habe in Vancouver gedreht, da waren ganz viele bei Rambo First Blood dabei, da war mein Cutter Mark Goldblatt, hat über Bad Boys und The Rock und Armageddon und so alles so Sachen geschnitten. Also es ist halt einfach toll, wenn man dann mit diesen Leuten arbeitet, weil die natürlich Anekdoten erzählen und sagen, ja, James macht das immer so, also James Cameron und so. Ne? Und das ist natürlich, man ist so näher dran am Geschehen. Ne? Ich hatte auch bei Pandorum hatte ich die Stan Winston Crew für das Creature Design und dann liefen die nach, als ich das erste Mal ans Raumschiff-Set kam, so, smells just like aliens. Und das ist natürlich so, also für mich als Filmfan war das toll, aber die eigentliche Arbeit, die physische Umsetzung eines Drehs ist, wie man sagt, wir kochen die mit Wasser, eigentlich so wie wir auch. Wie bist du eigentlich genau zu diesem Projekt gekommen? Also René Zellweger ist ja schon ein großer Star. Bei Case 39 war es einfach so, da war ich schon anderthalb Jahre drüben. Die Projekte, die ich unbedingt machen wollte, sind nicht so richtig was geworden. Und ich hatte jetzt schon zu viele Studioprojekte, die so, die sagt man Open Directing Assignments. Ne? Das sind so Filme, die sind, was sie sind und suchen nur einen Regisseur. Und das war ein Open Directing Assignment. Das heißt, da war René schon dabei, Paramount war schon dabei. Und man bewirbt sich dann und dann gibt es 10, 12 Regisseure, die pitchen, wie sie den Film machen würden, zu den Produzenten. Wenn die gut sind, die Pitches, dann trifft man mehr Produzenten. Und in dem Fall war es am Ende 3 Regisseure, die sie ausgewählt haben. Einen weiß ich noch, das war der von Charakter. So ein Foreign Oscar-Film, Charakter mit K geschrieben, der hatte einen Oscar. Ja. Egal, den anderen weiß ich nicht mehr, den anderen. Und dann hatte René, weil sie war damals der zweitbest bezahlte weibliche Schauspieler, also Schauspielerin nach Nicole Kidman, also sie war Megastar zu der Zeit, hat auch für Case 39 $7 Millionen bekommen, nachdem sie ihre Gage runtergesetzt hat für diesen Low-Budget-Film. Und die hatte dann das Letztentscheidungsrecht. Also sie hat tatsächlich dann alle 3 verbliebenen Kandidaten, nachdem man den Präsidenten vom Studio und alle getroffen hat und gepitcht hat, getroffen. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und dann hat sie das entschieden. Bei Pandorum, das ist ein Science-Fiction-Film, währenddessen Fall 39, für den, der das nicht gesehen hat, ist ja eher so eine Omen, das Omen-Geschichte, das Böse quasi. Spoiler-Alert, ja. Mhm. Genau. Das ist ein Sozialarbeiter-Drama eigentlich. Auch. auch Freies Land könnte man ja so als Kopffilm, als Genrefilm bezeichnen. Du hast gerade Western gesagt. Was fasziniert dich so am Genre-Kino? Du hast Tatorte gedreht mit Til Schweiger. Also ich mag, dass man innerhalb eines gewissen Rahmens arbeitet, dass so bestimmte Sachen vorgegeben sind und dass man dann einfach mit der Ikonografie spielen kann, mit der Erwartungshaltung und sich in dem Ganzen bewegt. Ich finde auch, dass dadurch, dass man diese Regeln einhält, die Genre-Regeln, man in anderen Punkten wahnsinnig frei ist und sehr viel experimenteller und wilder sein kann. Also ich habe früher oft gesehen, dass die Horrorfilme, Debüt-Horrorfilme und überhaupt Horrorfilme viel abgefahrener gecastet hatten, wildere Kamera-Sachen ausprobiert haben, tollere Effekte, spannendere Kompositionen, wo ich gesagt habe, warum machen das die Dramen nicht? Das ist irgendwie erstaunlich, dass das so an das Genre gekoppelt ist. Und wenn man sozusagen da gerne mal die Sau rauslassen will, dann ist man im Genre besser aufgehoben, zunächst. Ich versuche es ja jetzt mehr und mehr, nachdem ich jetzt ja das 20 Jahre mache, auch so ein bisschen, dass die Grenzen so ein bisschen verschwimmen zu lassen. Aber am Anfang, wenn man richtig sagt, ich will inszenatorisch richtig auf die Kacke hauen, dann sollte man lieber einen Genrefilm machen als jetzt ein Sozialdrama.
zum Beispiel. Aber gleichzeitig ist doch so ein Genrefilm in Deutschland, also es gibt ja, in Deutschland gibt es quasi den Kriminalfilm fürs Fernsehen, es gibt die Komödie. Mhm. Aber ansonsten gibt es ja bei uns wirklich, ich war mal in Mainz, da gab es so ein Symposium zum Thema, wieso gibt es keinen Genrefilm, das konnte jetzt eigentlich keiner irgendwie wirklich erklären. Hast du dafür eine Erklärung? Viele. Also es ist so, ich werde dazu immer eingeladen zu diesen Symposien. Da war ich jetzt nicht. Nee. Und da füllen wir dann 2,5 Stunden mit dem Thema. Warum wird das in Deutschland nicht gemacht? Wer versucht das? Warum gibt es das nicht? Und deswegen ist es sehr komplex. Es ist einfach, glaube ich, erstmal grundsätzlich ein Misstrauen vor dem Effekt, dass man sagt, das ist billig, weil es ist effekthascherisch. Also auch wenn ich zum Beispiel hier, ich habe ja gerade Mörderkritiken für diesen Film, da steht, dass ich dann halt auf so, zum Glück auf spekulative Szenen wie in Abgeschnitten verzichte. So, jetzt muss ich sagen, ich finde Abgeschnitten auch voll geil. So, es ist auch mein Geschmack. Aber klar, da jagt dann Lars Eidinger blutüberströmt Jasna über den Flur und da wird dann halt gesagt, das ist spekulativ und das ist sozusagen, das ist keine, ist nicht mehr seriös. So, also die gratis Feuilleton findet es halt nicht seriös. Und ich habe halt, ich bin ein großer, als ich noch Frankfurter war, war ich jedes Jahr auf dem Fantasy Filmfest mit der Dauerkarte und habe da irgendwie 5 Filme am Tag geguckt und habe mich selten so wohl gefühlt und habe auch selten so ein cineastisch versiertes Publikum erlebt wie auf diesen Genre-Filmfestivals. Aber es ist in Deutschland ein großer Rest zwischen E und U, Unterhaltung, und Genre fällt halt ganz klar ins U. So. Vielleicht noch so eine letzte Frage, bevor Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben. Du hast ja deine Karriere begonnen, ohne auf einer Filmhochschule gewesen zu sein. Du bist 74 geboren, hast 97, also mit 23, deine Firma gegründet und 99 deinen ersten Curiosity and the Kid, Debütfilm quasi vorgelegt. Die meisten, also ich meine, wir hatten hier auch schon Kollegen von dir, die auch nicht auf der Filmhochschule waren, zum Beispiel Marc Rotemund. Ist es eine Erleichterung, nicht auf der Filmhochschule gewesen zu sein, oder ist es ein Fluch? Also es gibt Vor- und Nachteile, wie bei allem. Der einzige Nachteil, das ist allerdings ein großer Nachteil, wenn man nicht auf der Filmhochschule war, ist man nicht in den Netzwerken. Also es entsteht auf den Filmhochschulen, das erlebe ich bis heute jeden Tag, einfach Netzwerke fürs Leben. Du hast halt Kameraleute in deinem Jahrgang, Produzenten in deinem Jahrgang, Drehbuchautoren in deinem Jahrgang als Regisseur und arbeitest mit denen diverse Male zusammen, probierst Verbindungen aus und ganz oft gründest du dann mit welchen von der Filmhochschule deine Firma und arbeitest mit denen zusammen und da entstehen einfach Netzwerke. So, das ist den Nachteil habe ich einfach als Außenseiter. Ich habe auch nicht wie Marc Rotemund, Sigi Rotemund als Vater, der legendäre Dinger gemacht hat, wie zum Beispiel Silas. Ein Ding, also eine Serie, die ich auch meinen Kindern immer noch zeige, weil die so großartig ist. Also ich habe komme aus einem sehr religiösen Hintergrund, der mit Filmen überhaupt nichts zu tun hatte und musste mich da so reinbeißen und ich habe es tatsächlich über das Amateurfilm-Dasein gemacht. Also ich habe sehr viele Amateurfilme gedreht, gerade hier im Frankfurter Raum, da gibt es ganz viele halb angefangene und seltsame Projekte, wo man aber viel gelernt und ausprobiert hat und mein Debütfilm war eigentlich mit den Leuten aus dieser Zeit. Also da war dann auch schon Thomas D. dabei und Nadja Brennicke und ein seriöser Kameramann von der HFF und so, aber es waren auch ganz viele noch von den Chaoten vom Amateurfilm dabei. Und mein eigentlicher Plan war, weil ich war ja noch jung, wie du sagst, mein eigentlicher Plan war, danach mich zu bewerben für die Filmhochschule und dann das ganz planmäßig zu machen. Dafür hatte ich extra Abitur gemacht. Ne, ich weiß ja, seit ich 12 bin, was ich werden will und war auf der Realschule und habe dann Abitur gemacht, damit ich Filmhochschulstudent werden kann. Und dann hat man mir gesagt, dass man keinen Debütfilm im Max-Ophüls-Preis und mit Verleih und Auslandsverkäufen dreht und dann auf die Filmhochschule darf. Das funktioniert nicht, weil das ist eigentlich das Ende der Filmhochschule. Ne? Also du machst deinen Kurzfilm und dann deine Fotomontage und dann schreibst du und dann irgendwann nach 5 Jahren machst du deinen 90er. Und ich habe halt mit dem 90er angefangen und das wollen die Professoren dann nicht sehen. Und so das Praktische, also ich meine, es gehört ja wahrscheinlich schon ein gewisses Wissen dazu. Also es wird ganz viel von mir, weil ich kenn's nicht, aber es ist eine der großen Lästerthemen am Set ist die Filmhochschule.
von den Leuten, die da waren. Deswegen sage ich, der große Nachteil ist nicht das. Na klar, man hat die Möglichkeiten, sich da die Kamera zu nehmen und rumzuprobieren, das stimmt. Aber der große Nachteil sind die Netzwerke. Ich glaube, Lernen, entweder es interessiert einen wirklich, die wie Tills genannt hat, Craft. Und man kriegt alles. Man kann jedes Standardwerk kaufen einfach von Dramaturgie, Sitfield, keine Ahnung, man kann von Sidney Lumet über Filme machen, das Buch von Truffaut, Hitchcock, man kann sich das alles anlesen, das ist auch wahnsinnig spannend. Und man kriegt auch die ganzen Schulbücher. Und wenn einen das wirklich interessiert und man probiert Dinge aus, dann macht man dasselbe, wie man an der Filmhochschule macht. Ich bin da nicht so traurig, aber es ist der Nachteil. Also ich würde jedem raten, wenn er keinen unkonventionellen Weg hat in die außerhalb der Filmhochschule, das einfach auch trotzdem mitzunehmen. Weil es schadet ja nicht. Man muss nur wissen, dass es wahnsinnig schwierig hast, Genre zu machen. Also die Leute, die Kollegen von mir, die auch Genre-Fans sind, die haben richtig Probleme an der Filmhochschule, weil die alle sollen ihr inneres Wesen erforschen und Filme machen über was man kennt und über sozialpolitische Themen. Also es ist an vielen Filmhochschulen sehr verpönt. Wenn man, sobald man Monster in sein Skript schreibt, wird man schon nicht mehr für voll genommen. Also ist schwierig dann. Also das ist in Berlin ganz schlimm. Ich habe gehört, dass es in ein paar anderen Schulen nicht ganz so schlimm ist, aber in Berlin ist es sehr verpönt. Gut, dann Fragen. Hier ist die erste Frage, dann der zweite da oben. Hallo Christian, Gratulation für deinen Film, hat mir super gefallen. Ich kenne deine Arbeit von früher, beinahe hätten wir auch zusammengearbeitet bei Dogs of Berlin, aber vielleicht kommt das noch her. Meine Frage ist das. Was machst du denn? Schauspieler. Ah ja, okay. Ja. Sag mal, wie kamst du auf den Namen Freies Land? Also der Film hieß, ich habe die erste Fassung des Drehbuchs nicht geschrieben, weil das musste während Dogs erfolgen. Da hat mein Partner die erste Fassung geschrieben und der hat es Sumpfland genannt. Und das haben wir auch so eingereicht und gefördert bekommen und ich fand das relativ schrecklich, diesen Titel, und hatte aber zu der Zeit noch keinen besseren. Und ich habe dann tatsächlich, kam ich auf dieses Land A wegen der Western-Assoziation. Also das war, ich wollte, dass diese Assoziation bewusst ein bisschen fordern. Und dann wegen der zynischen Doppeldeutigkeit. Also man hat einfach was einem als freies Land verkauft, aber wenn dein sozialpolitischer Kontext so ist, dass du dich nicht frei fühlst, dann hast du vielleicht juristisch alle Freiheiten, aber du hast nicht alle Möglichkeiten. Und dann fühlt sich das manche Freiheit gar nicht wie wirkliche Freiheit an. So. Und es gibt ja auch ganz viel, ich wollte es ja nicht schwarz-weiß machen, es ist ja so, dass böse Dinge hier zum Erfolg führen und gute Dinge zum Misserfolg. Es gibt ganz viele widersprüchliche Dinge, weil ich das Leben so empfinde und deswegen wollte ich auch nicht so eindeutige Antwort haben. Also zum Beispiel die Abhörmethode, die ja wirklich nicht nur illegal ist, sondern auch unmoralisch, führt zur Rettung dieses Mädchens. Und das fand ich halt spannend an diesem Thema. Und deswegen, das spiegelt sich in dieser Metapher vom Titel auch wieder. Während Sumpfland für mich nur nach korrupt und ich mochte auch Umpf nicht. Ich fand, wenn ich den Titel gesagt habe. Die Frustration von der Nachwendezeit kommt recht gut zur Geltung, muss ich sagen. Den nicht, wer spricht? Hier. Ach, danke. Der einzige Mensch im Schatten, ja? Okay. Wirklich? Ja. Also die Frustration von der Nachwendezeit kommt gut zur Geltung. Das ist etwas, was Sie dem spanischen Original noch hinzufügen. Dann, was die Optik angeht, dachte ich an ein paar Stellen oder an durchaus vielen Stellen, er hätte in Schwarz-Weiß vielleicht noch besser gewirkt. Es wäre dann vielleicht mal eine Überlegung, den nächsten Genrefilm in Schwarz-Weiß zu drehen, je nach Situation und je nachdem, was es wird. Und dann, Sie sind wohl offensichtlich ein Fan des spanischen Kinos, ich auch. Es ist ja nicht Ihre erste Zweitverfilmung eines spanischen Originals, steigt nicht aus, dabei das Original mit Luis Tosar. Den kann man auf Netflix sehen, falls das jemanden interessiert, zum Vergleich. Und dann ist es ja mittlerweile schon ein Trend im deutschen Kino, andere Stoffe aus dem europäischen Ausland neu zu verfilmen. Das ist vielleicht etwas, worüber wir mal reden sollten. Das perfekte Geheimnis ist die 17. oder 18. Verfilmung dieses italienischen Stoffes, dann die
dänische Trilogie Klassefesten, die hier überhaupt nicht, auch nicht im Heimkino erschien, wird von Til Schweiger massakriert. Ja, was sind Ihre Eindrücke dazu? Also erstmal, ich finde Schwarz-Weiß oft toll, aber ich müsste den Film in Schwarz-Weiß sehen vor meinem inneren Auge, um den in Schwarz-Weiß zu machen. Sonst wäre das so ein pretentious Bullshit, wo ich einfach sage, ich mache es Schwarz-Weiß, dann steche ich heraus oder so. Also das, ich muss es selber so sehen. Das gibt durchaus Stoffe, die ich toll fände in Schwarz-Weiß. Den hier finde ich in dieser Farbe. Für mich war das Rost, war das Motiv, und Rost sieht man in Schwarz-Weiß nicht. Dann, dass es ein Trend ist, also es ist immer so schön, ne? Wir machen irgendwie 140 Filme im Jahr fürs Kino, und wenn dann 3 ein Remake sind, dann ist es schon ein Trend. Also es ist natürlich seit Jahrzehnten so, dass die Amerikaner das machen und dass auch andere Länder das machen. Ich habe jetzt noch nie nach irgendwas gesucht, was ich remaken sollte. Ich habe sehr viele Remakes angeboten bekommen in Hollywood, und das waren alles Filme, die ich selber als, die mich geprägt haben und die ich als legendär empfanden habe, wie zum Beispiel Escape from New York, sollte geremaked werden mit Gerard Butler, oder Pseudo-Remakes wie Disturbia war damals auch ein Angebot, was ich hatte, was für mich Fenster zum Hof für Kids war und so. Und da hatte ich überall keine Lust. In diesen beiden Filmen, die ich jetzt geremaked habe, sind es beides Filme, wo ein Verleih zu mir kam, der diese Filme gekauft hat für den deutschen Markt und selber gedacht hat, dass er die besser funktionieren, wenn die nicht nur einfach gezeigt werden hier, sondern wenn die für Deutschland verändert werden, weil die sehr spezifisch spanische Anteile haben, und das ist für ein kleines Publikum interessant, aber nicht für ein großes. Das genau. Und diese beiden Aufträge kamen an mich heran, und beides fand ich super spannend für Deutschland neu. Also es war wie eine Knobelaufgabe. Es war so, als ob einer dir eine Knobelaufgabe gibt und sagt, hey, was würdest du machen, damit das in Deutschland irgendwie Resonanz findet? Und bei Steig nicht aus ging es im Vorbild um die Bankenkrise, die Spanien super hart getroffen hat, also da bis in die breiteste Bevölkerungsschicht rein. Und bei uns war das nicht so ein Thema, so was so im Alltag erfahrbar war, aber ich fand in Berlin, da lebe ich halt schon sehr lange, gibt es halt diese Gentrifizierung als Riesenthema, als sehr, sehr heißes Thema auch. Und das fand ich spannend, das miteinander zu verbinden in dem Fall. Und hier war es tatsächlich, habe ich ja vorhin gesagt, so, dass ich eh schon einen Stoff in der Zeit ansiedeln sollte, und es war wirklich wie ein Glückstreffer, wie ein Lottogewinn, dass ich das machen durfte. Ich muss auch dazu sagen, ich darf so Filme normal, wenn ich mir den selber ausgedacht hätte, weiß ich nicht, ob ich den hätte machen dürfen. Also es war halt auch tatsächlich für die Finanzierung einfach so, dass alle, die da ihr Risikokapital geben, auch schon eher wussten, was sie da bestellen, was ich halt toll finde, weil ich glaube nicht, dass der Film hier 300.000 Zuschauer macht in Deutschland. Also ich fand es wahnsinnig entspannt, dass ich so einen langatmigen, ruhigen Genrefilm, der so speziell ist und spröde, überhaupt machen konnte. Also es war für mich ein totaler Glücksfall, diesen Film machen zu dürfen. Du hast gerade erklärt, warum du die Remakes in den USA abgelehnt hast. Vielleicht noch als Zwischenfrage, warum hast du Die Hard 4 abgelehnt, und was wäre anders gelaufen, wenn du es gemacht hättest? Also abgelehnt, bin nicht mal zu den Bewerbungscastings gegangen. Also ich weiß nicht, ob ich es am Ende auch hätte machen dürfen, aber du musst ja in Amerika in den Raum reingehen und sagen, wie begeistert du bist. Also du kannst ja, die Kultur ist da sehr anders. Also wenn du sagst, ja, ganz gut, dann hast du den Job schon nicht. Und das hätte ich bei Die Hard 4 nicht gekonnt. Also ich bin mega Fan von Die Hard 1. Ich finde schon den zweiten blöd. Den dritten fand ich ein bisschen besser, aber halt, man merkt, dass es eigentlich für was anderes geschrieben war. Das war ja kein Die Hard. Und das vierte war dann mit lauter Leuten auf Keyboards, die auf Keyboards rumhacken. Und meine Vision für Die Hard wäre eigentlich gewesen, ich hatte immer so als Teenie, haben wir uns so Filme ausgedacht, wie das würden wir machen, wenn wir dürften. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich irgendwann das wirklich mal darf. Und da hatten wir immer, unser Die Hard Pitch war immer auf dem Bauernhof, so à la Witness, mit Mistgabeln und ganz reduziert und runter und nur auf den Charakter und nicht immer größer, immer größer. Und als ich das vierte Buch gelesen habe, da war es noch größer, als es jetzt ist, weil die Hacker legen ja ganze USA lahm. Und dann gab es riesen Szenen, wie mit ganzen Öltankern, die ineinander crashen und so. Und da sehe ich mich auch gar nicht. Also ich sehe mich auch als Regisseur nicht, ist nicht mein Ding. Also man muss ja nicht nur sagen, man will es machen, sondern man will es auch 3 Jahre lang machen. Und man muss auch sagen, ich bin der Richtige dafür. Und ich wäre gar nicht der Richtige dafür gewesen. Und der Kollege, der es dann gemacht hat, Len Wiseman, ist
auch nicht weiter gewesen in der Karriere als ich, hat es, finde ich, für seine Verhältnisse, also das, was der Film geworden ist, ist noch besser als das Buch war. Gibt es weitere Fragen? Ja, Esther, dann, ja. Hallo, danke für den Film. Zwei Fragen. Beim Abspann ist mir aufgefallen, zum einen machen sie anscheinend immer, dass sie die Schauspieler in der Reihenfolge des Erscheinens nennen. Mhm. Ob es eine Art Markenzeichen ist. Und das Zweite ist, sie danken da Luna und ein paar weiteren Personen für eine ungeheure Geduld. Um was geht es da? Also das eine ist kein Markenzeichen, sondern es gibt verschiedene Wege, das zu machen. Und ich selber gucke im Abspann immer nach bestimmten Sachen, die mir aufgefallen sind, dachte, wer war denn die Verkäuferin oder so. Und dann hilft es wahnsinnig, wenn die in der Reihenfolge des Auftretens da stehen, weil dann findet man die besser. Und weil ich das als Filmezuschauer so toll finde, mache ich das einfach als Filmemacher auch, so wie eigentlich man bei allen Sachen. Und dann, also ich habe zum Beispiel im Jahr von Dogs, hatte ich 100 Drehtage Dogs, habe abgeschnitten und Steig nicht ausgedreht. Und habe aber 4 Kinder und eine wahnsinnig geduldige Frau. Und die, nicht nur, dass sie das mitmachen, sondern die unterstützen mich und die geben mir niemals das Gefühl, was mir ja jede zweite Romantic Comedy gibt, wo immer der Vater lernen muss, dass er mehr zu Hause zu sein hat am Ende. Und das Gefühl geben mir meine Kinder und meine Frau gar nicht, sondern die sind stolz und stehen dahinter und kommen auch ab und zu mich in Istanbul oder Moskau oder so besuchen. Und bei dem Ding war ich ja in der Ukraine, da war ich sehr lange weg. Und war eine, ich schreibe das nicht in jedem Film, aber bei dem Film war es eine anspruchsvolle Zeit für meine Frau und Kinder, weil die in der Schule und so, also war sehr viel Privates und ich war nicht da und sie haben es gerockt und mich dabei noch gut fühlen lassen. Und das wollte ich dann nicht bei jedem Film schreiben, aber bei dem habe ich es halt mal hingeschrieben. Ja, hallo, hier vorne. Ja. Und zwar Thema Genrefilm. Ich habe gelesen, dass ihr an Captain Future arbeitet. Mhm. Das war ja auch der Genrefilm in Deutschland schwierig irgendwie zu produzieren ist. Mhm. Also ich bin jetzt auch in der Produktion dran, wo wir jetzt wieder erst einen Teaser gemacht haben und das alles fertig haben. Aber es ist sehr schwierig, eine Finanzierung irgendwie für Genrefilme, insbesondere Science Fiction, zu bekommen. Mhm. Siehst du da eine Änderung die letzten Jahre jetzt? Oder? Ja, also die große Änderung ist der Streaming-Markt. Die pumpen wahnsinnig viel Geld in das Land und in die Projekte. Da ist auch in allererster Linie geht es um den Marktanteil gerade. Das heißt, die produzieren mehr, als man gucken kann. Und deswegen geht es der Branche gerade super. Gerade. Und da ist auch, die wollen auch Genresachen haben, weil die ja immer das machen wollen, was nicht in ARD und ZDF schon zu sehen ist. Also die suchen eigentlich die Lücken. Und da passiert ganz viel. Also das ist der einzige Markt. Für uns, für etablierte Filmfirmen ist das schwierig, weil man kriegt ganz wenig Leute. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Filmgeschäftsführer aus Griechenland, der in Griechenland diesen Film gemacht hat, wo wir dann hingeflogen sind, weil es keine Filmgeschäftsführer mehr gibt. Es gibt teilweise keine First Edits, es gibt keine Autoren, Riesennadelöhr, wer auch immer Autor ist. Jetzt ist die Zeit, jemals gebucht zu werden, wenn man irgendwas kann. Es gibt das Einzige, was es noch mehr gibt als Jobs, sind bei Regie und bei Produktion. Es gibt noch immer mehr Produzenten als Jobs und immer noch mehr Regisseure als Jobs. Aber alle anderen haben gerade eine goldene Zeit. Ich glaube, dass es in 3 Jahren wieder vorbei ist. Weil dann wird es nicht mehr um Marktanteile gehen, dann sind ein paar gestorben und dann geht es wieder um das, was der Zuschauer auch tatsächlich sehen will. Aber jetzt ist gerade für alle, die hier sitzen, die sich in einen anderen Beruf als Regisseur oder Produzent sehen und in der Filmbranche sich interessieren, egal was, es gibt Jobs ohne Ende. Zur Vorgängerfrage. Mich haben im Vorfeld gleich 3 Leute angeschrieben, falls die Frage nicht gestellt wird. Ich soll unbedingt fragen, wie es denn weitergeht mit Captain Future. Also wir haben, es gibt jetzt gerade sehr, sehr viel Bewegung hinter den Kulissen. Es gibt eine neue Superfirma in Deutschland, die so ganz viele Kleinfirmen und Verleiher und Rechte, Lizenzgeber und sowas alles aufgekauft hat. Und die würden das sehr gerne machen. Und da müssen wir jetzt noch sehen, in welcher Form das dann auch wirklich klappt. Mein Ehrgeiz war ja immer, das als deutschen Film, also auf Englisch gedreht, aber als deutsche Produktion zu machen, sodass die Komet in Babelsberg steht, wie das Boot in Bavaria und man da hinterher reingehen kann. Und habe das auch so ein bisschen lokalpatriotisch immer gesehen. Und das ist aber natürlich ein Klotz am Bein, weil das einfach ein teurer Film ist. Und
Also wir haben jetzt die Rechte nochmal verlängert um 2 Jahre und wenn ich es jetzt in den nächsten 2 Jahren nicht selber hinkriege, dann werde ich es verkaufen. Dann werde ich es einfach abgeben, weil ich habe die Reise angefangen. 2007 habe ich die ersten Rechte erworben. Das war aber nur ein Teil und dann musste ich TOEI in Japan, das hat 5 Jahre gedauert, dann Christian Brunnen, die Musikrechte und so. Also es ist alles einzusammeln. Es ist mir wahnsinnig komplex für so jemand wie mich, der sich in alles erst einlesen muss und dann Anwälte beauftragt hat, die so Detektivarbeit machen, wer ist denn wann gestorben und hat es wem vererbt und so. Das haben wir jetzt schon 3 Jahre, also wir sind jetzt seit 3 Jahren, sind wir nicht mehr am Rechte glauben, sondern am Finanzieren. Aber mein Buch, was ich geschrieben habe, kostet, wenn ich das mache und ich bin Low-Budget-Typ, kostet 40 Mio. Das Buch, wenn das, keine Ahnung, wenn Hollywood das macht, kostet 200 Mio. Also es ist einfach nicht so leicht, das zu umzusetzen. Weitere Fragen oder auch noch Kommentare? Ja. Oh, können Sie einmal das gerade durchgeben? Ja, guten Abend. Mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Das Einzige, was mich daran gestört hat, war zeitweise die Musik. Die war entweder zu übertrieben, wenn es dramatisch wurde, und zu laut. Oder also hat irgendwie mir das. Also ich habe noch nie so viele Komplimente für Musik bekommen wie bei diesem Film. Also es ist sozusagen fast immer das Erste, was ich höre, wie toll die Musik ist. Aber es ist eine radikale Entscheidung, diese Musik. Und bei jeder radikalen Entscheidung gibt es auch Leute, denen das nicht gefällt. Ja, das ist mir klar. Andere Generation da wahrscheinlich. Ja, das war ähnlich wie mit dem Schiff. Das Schiff war sozusagen der visuelle Zugang und ich habe dem Komponisten, das habe ich sonst nie, mache wirklich die Musik eher, ich lasse erstmal den Film auf mich wirken beim Drehen und beim Machen und fange dann an, die Musik zu entwickeln. Ich habe es diesmal tatsächlich vorher gemacht, weil wir wollten auf jeden Fall, dass es was Einzigartiges hat, diese Musik. Und ich habe dem Komponisten gesagt, ich bin ja so ein Industrial-Fan, also Trent Reznor und Nine Inch Nails und so diese Art. Und ich finde aber, dass in der Musikgeschichte die beste Ausdrucksform für das Verlassenwerden in einem Landstrich, für das Sterben von Industrie oder halt auch in dem Fall dann Agrarkultur, ist halt der Blues. So. Und für mich ist halt, wenn ich sage Western und diese Art Geschichte, könnte für mich auch im Süden der USA spielen. Hab ich gesagt, ich möchte gern, dass du den Industrial Blues erfindest. Und diese Aufgabe hat er sich angenommen und hat mir dann diese Musik vorgespielt, die das tatsächlich für mich genial verbunden hat. Also es ist wirklich, der hat nur diese 2 Schlagwörter bekommen und hat es komplett so abgeliefert. Und ich finde es ganz groß, die Musik, und ganz toll. Lautstärke ist eh subjektiv. Also was soll ich dazu sagen? Ich habe sehr wenig Musik. Ich habe normalerweise in meinen Filmen sehr viel mehr Musikeinsatz, die auch sehr viel mehr macht, also sehr viel mehr Aufgaben zugesprochen bekommt, das Publikum zu sagen, jetzt wird es spannend, jetzt kommt das, jetzt, ne? Und das macht hier die Musik zum ersten Mal gar nicht. Die Musik erzählt eigentlich was anderes als die Szene und das finde ich total toll. So, aber ich habe das, also der katholische Filmdienst gibt Ihnen recht. Das war der einzige Kritiker, der geschrieben hat, er hat sich leider die Ohren nicht zugehalten. Also es gibt, aber der evangelische Filmdienst fand es ganz toll. Das könnte vielleicht die Ursache sein. Ich bin zwar katholisch getauft, aber inzwischen vom Glauben abgefallen. Ja. Aber ja, wie gesagt, also es hat mich, vielleicht saß ich auch da oben ungünstig, dass da gerade ein Lautsprecher war oder so. Also, kann sein. Es, ja, fing dann immer an und dann habe ich das Bild verloren. Vor Lärm praktisch, ja. Ja, das also, soll natürlich nicht sein, aber. Ja. Aber die Locations und so, das fand ich genial. Also auch die Farben haben mir sehr gut gefallen. Ja, danke. Kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen, weil du hast die Kamera jetzt wirklich ja komplett alleine ja auch gemacht diesmal. Mhm. Was hat sich dadurch für dich verändert, auch gerade vielleicht in der Arbeit am Set? Also ich habe so ein Konzept, was ich Regie mit Kamera nenne. Ich habe immer eine Kamera auf der Schulter oder vom Auge und rede mit den Schauspielern in den Takes, also während wir schon drehen. Und das ist bei gerade sowas wie Steig nicht aus, wenn man im Auto dreht, total praktisch, weil da ist kein Platz für irgendwen sonst.
Wenn ich dann so 2, 3 Berufe abdecke, alleine im Auto, dann war das schon immer praktisch. Und das war, als ich nicht die Kamera hatte, habe ich direkt neben dem Kameramann immer gestanden. Also gerade in L.A., das hatten die noch nie erlebt. Also René Zellweger war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre Schauspieler und ich war der erste Regisseur, der bei ihr war und nicht im Video Village, das so ein Zelt ist, wo die ganzen Monitore aufgebaut sind. Und für mich ist es einfach, da ist mehr Platz, wenn ich da alleine bin. Also es war eine totale Vereinfachung, weil man in diesen engen Räumen, wo ich gerne drehe, also ich habe so ein visuelles Konzept seit einiger Zeit, was ich verfolge. Normalerweise geht man gerne in große Räume und lässt die klein wirken, damit man Platz hat als Filmcrew. Es macht den Dreh irrsinnig anstrengend und unpraktisch und langsam, in kleine Räume zu gehen. Und ich finde aber kleine Räume total toll fürs visuelle Bild und benutze dann kurze Brennweiten, um die groß wirken zu lassen. Und da muss ich manchmal sogar noch irgendwie das Mikrofon einrichten, weil kein Platz ist mehr für den Boom Operator, also für den Film, auch in den Schiffen unten und so. Es gab ganz viele Stellen, wo gar kein Platz mehr war für irgendwen. Und das habe ich sehr genossen, dass ich diesmal mit den Schauspielern dann teilweise ganz alleine war. Weil es wird super intim. Alle anderen sind im Zimmer daneben. Und ich stehe wirklich ganz alleine da und flüstere mit denen und das hat so eine Intimität hergestellt. Nochmal von mir vielen Dank für den Film. Ich fand ihn sehr gut, sehr eindrucksvoll, unter anderem auch die Musik. gerade weil das so ist, ich habe das hoffentlich richtig mitgekriegt. Ich habe da was von 2 Millionen gehört, von dem Budget. Ja. Hab ich das, ja? Der also Film ich hat bin 2 Millionen. Ich bin kein Komma-Typ, ich weiß nicht, ob es 2,1 waren. Hm. Oder 2,05, aber es waren auf jeden Fall eine 2 und wir waren nah dran, ja. Wow, okay. Ja. Also es ist auch mit einem Grund, in die Ukraine zu gehen. Ne? Also es war nicht möglich, diesen Film hier zu machen und die ganzen Straßenzüge umzudressen. Und auch hier hätte ich noch weniger Drehtage gehabt. Also es war auch, wir haben einen Film produziert, der hieß Leanders letzte Reise. Das war ein Film mit Jürgen Prochnow, der tatsächlich in der Ukraine spielt. Und kannten daher als Produktionsfirma schon die Ukraine. Und damals hat zum Beispiel die Bank uns den Kredit erst gegeben, als wir wieder zurück waren. Da haben wir, weil auch die Kriegsfassung, also die Situation war so schlimm, dass man da nicht drehen durfte von der Bank aus oder von der Versicherung aus. Und wir haben es damals einfach riskiert und hatten dadurch auch schon Partner und Connections und Verbindungen und haben nicht so eine Angst vor der Ukraine gehabt. Und dann haben wir das hier wieder gemacht und wieder ist, also das erste Mal war es die Krim und jetzt war es, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es gab auf jeden Fall wieder so ein, letztes Jahr, als wir es gedreht haben, wieder so ein Reiseverbot und wieder so eine ernsthafte Kriegserklärung. Und aber in Kiew kriegt man das jetzt nicht so direkt mit. Also es war... Ja. Vielleicht was war die Frage? Ich habe es vergessen. Sorry. Die Musik war toll, danke. Und ja, dann der ganze Film war toll. Frage war wirklich. Achso, wegen dem Budget, Millionen. Genau. Ja, also es war die ukrainische Drehort war auch eine Budgetentscheidung, genau, auf jeden Fall. Kannst du es in ein Verhältnis setzen, wie viel es gekostet hätte, wahrscheinlich, wenn du es in Deutschland gemacht hättest? Nicht viel mehr, aber bestimmt so 600.000. Also selbe Drehtagzahl, selbe Schauspieler, alles dasselbe. Würde ich schätzen 600.000 mehr. Also nicht, ist jetzt kein, klingt nicht nach so viel bei Filmbudgets, aber wenn man die nicht hat, hat man die nicht. Das ist ja ein gutes Drittel, kann man sagen. Ja, das wäre immer noch super günstig. Wie machst du das? Also würde jetzt den Film in Deutschland drehen? Also es ist erstmal so, ganz viel hilft, dass ich früher gar kein Geld hatte. Das ist einfach... ist ja nie zu spät, selber Filme anzufangen, aber man lernt ganz viele Lösungen zu finden, um Probleme zu vertuschen. So. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das, was ich mag an Filmen und das, was ich gut finde, einen bestimmten Inszenierungsstil erfordert, bestimmte Kameraeinstellungsmenge und so weiter. Und ich habe einfach nur diese Tage. Das ist einfach Pistole auf die Brust. Siehst du irgendeinen Weg, diesen Film zu machen für das Geld? Ja oder nein? Und dann bei Nein heißt halt einfach Nö. Und mein Trick war dann einfach immer, nicht die Kürzungen zuzulassen. Also es wird bei Dogs war es die 100 Türken gegen 100 Nazis, die wir 3 Nächte in der Schlammschlacht hatten. Also es gibt immer so Sequenzen, wo die Finanziers sagen, dann nimm das doch raus. Und ich sage immer, okay, ich spare das anders. Nehmen noch einen Drehtag weg oder was auch immer. Und das bedeutet einfach, ich muss total den Dreh an mich reißen, ich muss ans Set marschieren morgens, muss eigentlich 10 Minuten später schon drehen, den ganzen Tag durchballern, alle antreiben und die fallen dann alle ohnmächtig ins Bett und dann der nächste Tag ist wieder so. Also wir drehen wahnsinnig viele Minuten am Tag,
wahnsinnig viele Einstellungen am Tag. Als bei Antikörper hatte ich ein Storyboard, deswegen konnte man die Einstellungen vorher zählen, die wir so vorhaben. Und da haben alle gesagt, es geht nicht. Alle. Produzent, außer Hagen Bogdanski, mein Kameramann. Und es war 40 Einstellungen am Tag. Wo dann so die Faustregel war, man schafft, langsame Leute schaffen 6 und schnelle Leute schaffen 15. So, das war so also Einstellungen jetzt nicht, wenn man einen Lens Change hat, aber Setup so. Und dann haben die gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Und ich war halt so ein Laie und habe gesagt, fuck, was ist, wenn die recht haben und du ruinierst dich und es sind alles Experten und ich wusste es halt nicht besser. Und der Hagen war dann der Einzige, der zum Glück, der hatte das Leben der anderen schon gedreht da und also mein Kameramann. Und der Einzige, der mir da so ein bisschen Zuvertrauen gegeben hat, dass man das schon irgendwie schaffen kann. Und ich habe dann den Deal abgerungen, den Produzenten, dass wir 3 Tage so drehen dürfen. Und wenn wir das schaffen, dürfen wir diese Einstellung behalten. Wenn nicht, muss ich alles kürzen, das ganze Storyboard um 2/3 kürzen. Und das ist jetzt 15 Jahre später immer noch so. Nur, dass ich jetzt zuvertraue, also ich kann halt jetzt sagen, was ich hinkriege und was nicht. So. Trotzdem ist immer die Frage, was dabei rauskommt. Also wenn ihr am Set steht, denkt ihr, dass ich spinne und dass es alles nichts werden kann. Und inzwischen sage ich den Schauspielern das vorher, dass ich sage, ihr werdet denken, dass es alles nichts werden kann, weil die Leute haben alle das Gefühl, dass wir schludern. Weil ich immer im Film, ich schneide schon im Kopf den Film und wenn 2/3 einer Einstellung gut waren und ich weiß, ich brauche den Teil, der gut war und ich brauche den Teil, wo der sich versprochen hat, nicht, dann sage ich, das war's gut. Dann denkt der Schauspieler, aber ich habe mich doch versprochen oder ich habe doch was falsch gemacht. Dann sage ich, keine Sorge, das nehmen wir eh aus der anderen Einstellung. Und es ist halt, das muss man halt einfach so machen, sonst funktioniert es nicht. Und inzwischen ist mein Schnitt ist auch nicht mehr 40 Einstellungen, sondern ich bin bei weit über 60 am Tag inzwischen. Wenn ich von den Bedingungen rede, also die Ukraine war auch noch von Pech verfolgt in diesem Fall. Also ich hatte noch härtere Bedingungen als sonst, weil wir haben in Lemberg bei 18, 19 Grad angefangen plus. Und haben da die Kostüme angedreht und alles festgelegt und wir waren an dem Rostschiff, waren es minus 15 Grad im Hafen bei nassem Wind und es hat in der Hälfte auch noch geschneit und ich hatte so tolle Locations ausgesucht und plötzlich konnte ich ganz viele Locations nicht zeigen, weil es nicht so ein bisschen Schnee war, wie der Look des Films war, sondern es sah aus wie ein Märchenfilm. Wie ein schneeweißer Märchenfilm, Winter, Wunderland und dann fingen wir an und ich habe dann 30, 40 Säcke Laub einsammeln lassen und hab die immer verstreut und hab dieses Winterwunderland immer, das ganze Team musste morgens einmal den ganzen Schnee entfernen, teilweise über 500 Quadratmeter Schnee wegschaufeln, Laub verstreuen, damit dieser Look durchgehalten werden kann, weil der Film spielt ja in relativ wenigen Tagen und der Schnee fiel zwar tatsächlich aus dem Nichts und lag dann so hoch, also so, dass ich wusste, in der Realität gibt's das, aber für den Filmzuschauer wäre das ein totaler Schock, wenn er mit dieser einen Landschaft reingeht und auf einmal ist so hoch Schnee. Und das ist ja, wir drehen ja nicht chronologisch, dass du noch, sonst hätte ich eine Radiodurchsage gemacht und gesagt, über Nacht ist viel Schnee gefallen und dann ist halt die zweite Hälfte im Schnee. Aber es war durcheinander gedreht und es war überhaupt keine Chance. Und dann konnte ich leider auch ein paar tolle Locations nicht zeigen. Also zum Beispiel die Location, wo die ins Boot steigen, die ist komplett befreit. Also jeder Ast und jeder Baum, der da im Bild ist, ist freigefegt und weggehauen und enteist und sonst was alles, sodass nur noch dieser Raureif übrig ist. Aber eigentlich gab es da mega tolle Totalen und die konnte ich nicht, weil ich kann nicht, dann hätten wir 3 Tage Schnee geschüppt für diese eine Einstellung. Und da gab es, also hatte ich noch selten so ein Pech und auch die Schauspieler an dem Schiff da, die frieren so krass, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir sind da alle eingepackt in Wärme, Thermounterwäsche, haben teilweise Wärmflaschen in den Jacken, die Finger frieren ein und so und die müssen da in diesen Klamotten stehen und spielen und sind immer aus dem Wärmezelt gerannt, haben schnell den Take gesagt und auch wirklich so haben die geredet. Also es ist alles synchronisiert, weil man konnte es gar nicht, denen war das Gesicht eingefroren. Also deswegen auch die Schauspielleistung ist noch krasser, wenn man das weiß, dass wir so einen Temperaturunterschied von von mehr als 30 Grad hatten, von Drehbeginn zu Drehen. Sehr interessant, deine Arbeitsweise ähnelt sehr von Robert Rodriguez, finde ich, der auch sehr viel selbst macht, so wie du mit Kamera und Regie und Drehbuch und produziert. Meine Frage ist, in diesem Film fehlt mir irgendwie der Fari Yardım, gab es da keine Rolle für ihn diesmal? Und gibt es Neuigkeiten zu Django Lives?
Also Fari ist einer meiner Lieblingsschauspieler und er ist auch ein toller Typ, deswegen finde ich fast immer was für ihn, aber hier gab es tatsächlich keine, also auch jetzt sehe ich keine und denke, das hätte er sein müssen. Es ist auch so, wir haben so viel miteinander gedreht, ich glaube, das ist der Rekordhalter von Alward Film, das ist auch irgendwann mal ganz... Also ich habe ihn komisch vermisst, so, also es war wie so eine Amputation so ein bisschen, dass er irgendwie nicht dabei war, weil man ist ja nicht nur am Dreh, sondern man redet vorher über das Projekt, man dreht, man redet danach, wenn das dann rauskommt und so, und der war plötzlich, das war immer ein Projekt, wo er nichts mit zu tun hatte, also es war schon ein bisschen strange, aber ich sehe keine Rolle für ihn da. Und Django Lives ist tolles Buch von John Sayles, mit sehr viel coolen Ideen, Franco Nero ist on board. Es ist leider so, dass das noch keine automatische Finanzierung bedeutet für einen Western, selbst wenn der Original Django dessen offizielle Fortsetzung das wäre, weil wir haben die Rechte von Sergio Corbucci, die Musik und alles. Es gibt sogar Flashbacks zum Original Django. Das war einer der erfolgreichsten Independent-Filme aller Zeiten, aber halt vor langer Zeit. Cineasten freuen sich auf diesen Film. Es gibt auch viele tolle Sachen, weil der John Sayles hat ein Buch geschrieben, wo diese Phase, wo die alten Westernhelden angefangen haben, im Film zu arbeiten, auch eine Rolle spielt. Also es gibt auch Filme im Film und historische Figuren. Erich von Stroheim und so weiter. Also es ist ein ganz tolles Buch, aber es ist noch nicht finanziert. Wir brauchen noch junge Stars. Die suchen wir, ich rede gerade... Es wird ja auch aufgezeichnet, sollte ich vorsichtig. Also ich rede gerade mit ein paar jüngeren Stars und hoffe, dass es bald losgeht. Ja. Ja, wir sind fast schon am Ende dieser Veranstaltung. Die Veranstaltungsreihe trägt auch einen Titel, nämlich, der eine Frage beinhaltet. Was tut sich im deutschen Film? Und ich würde die Frage jetzt einfach mal ganz unkommentiert an dich einfach stellen wollen. Du hast ja einen Blick von innen wie von außen. Würdest du sagen, du bist so jemand, der... relativ alleine auf weiter Flur so diese Art von Arbeit macht oder siehst du da auch andere? Also es gibt immer wieder, also dadurch, dass so wenige Leute in Deutschland diese Art Filme machen, mögen und machen wollen, sprechen die mich alle eigentlich mal an. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen, die in Deutschland jung und mit Genre zu tun haben, auf irgendeiner Veranstaltung zu mir kommen und sagen, ich versuche das schon so lange, so wie der Kollege, der jetzt da steht, und dann mir die Karte oder das Buch oder ihr Pitch oder ihren Teaser in die Hand drücken. Und deswegen bin ich tatsächlich da relativ nah dran an dieser Bewegung. Und die leiden aber immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da wahnsinnig viel getan hat. Meinst du neudeutscher Genrefilm auch als Bewegung? Oder? Genau, ich habe auch mal die Journale gesponsert und so eine Veranstaltung halt. Deswegen, die Antwort habe ich ja vorhin schon gegeben. Bei den Streamern hat man eine große Chance mit diesen Artstoffen. Ansonsten ist es nach wie vor schwierig. Im deutschen Film passiert dasselbe wie überall auf der Welt gerade. Es ist ein wahnsinniger Kampf um die Freizeit des Zuschauers. Das wirkt sich natürlich auf den deutschen Markt auch aus. Also es gibt ganz viele Leute, die würden eigentlich ins Kino gehen und haben es auch vor, aber haben dann zu lange auf Facebook gehangen und jetzt ist schon 8:30 und gehen nicht mehr. Also du konkurrierst ja nicht nur untereinander mit den Filmen, sondern mit Videospielen, mit denen man 80, 90, 100 Stunden verbringt, mit Streamingdiensten, mit Social Media, die dieselbe Zeit in Anspruch nimmt. Also der Zuschauer, der sich vielleicht vor 50 Jahren gesagt hat, was machen wir denn heute? Bleibt nur Kino, den gibt es nicht mehr. So, und man muss einen ganz anderen Aufmerksamkeitscharakter generieren, um überhaupt die Leute ins Kino zu bringen und inzwischen sogar, um sie einschalten zu lassen, weil es einfach so ein Angebot gibt. Und das ist was sich gerade weltweit in immer neuen Studien auch so erweist. Also es ist tatsächlich so. Andererseits habe ich gelesen, dass in Frankreich gerade der Zuschauerhöchstrekord seit 50 Jahren war. Ja, und das Kinojahr 2019 war auch in Deutschland nicht schlecht. Und das gibt mir so ein bisschen, also ich liebe ja vorhin wurde ja gesagt, ich liebe den spanischen Film, ich liebe den französischen Film noch viel mehr. Ich finde, die Franzosen haben, als die Amerikaner den Film Noir und den Thriller so ein bisschen aufgegeben haben, haben sie den europäisch neu erfunden und noch viel großartiger gemacht. Und das ist so eine meiner Lieblingsperiode im Film. Merkt man, glaube ich, hier auch so ein bisschen. Und ich finde das ganz toll und schiel eigentlich immer so ein bisschen zu, was die so richtig machen. Und hoffe, dass wir da ein bisschen was von lernen können. Aber es ist einerseits eine Goldgräberstimmung durch die Streamer, aber wer das Kino liebt, der ist auch durch die Streamer natürlich bedroht. Weil die
ganz klares Konzept haben, nämlich dass du sofort alle Titel, die du magst, verlierst, wenn du das Abo kündigst. Also die verkaufen ja auch keine Blu-ray mehr, damit du nicht irgendwann sagen kannst, ich habe die 10 Filme auf eurem Dienst, ich kann kündigen. Und deswegen gibt es ja das nicht mehr. Du kannst nicht mal mehr das irgendwie physisch behalten. Jetzt kam auch eine Meldung, das erste mit Film mit großen Stars von Warner verliehen, gar nicht mehr auf physischen Medien rauskommt. Und das Kino kämpft ja mit Netflix um die Bedingungen, zu denen sie ihre Filme zeigen würden, eventuell damit sie Oscars kriegen. Ansonsten wollen sie das ja auch gar nicht so sehr. Also es ist schwierig. Für mich hat es eine Magie. Ich gehe ins Kino, sitze auf dem Sessel und der Vorhang geht zur Seite und da sitzen 100 andere oder 400 andere und ich sehe auf der Leinwand was. Obwohl ich ein Kino zu Hause habe, ist das immer noch ein magischer Moment. Ist vielleicht auch nur Nostalgie, keine Ahnung, aber ich freue mich umso für jedes Jahr, wo es das noch gibt. Also ich finde es großartig, ich könnte dir noch stundenlang zuhören, um ehrlich zu sein, aber trotzdem sind wir jetzt fast schon am Ende. Bevor ich dir danken möchte, möchte ich Sie darauf hinweisen, im Februar gibt es ausnahmsweise keine Was tut sich in deutschen Filmveranstaltungen, weil wir zwei in diesem Monat hatten, das musste jetzt so sein. Im März geht es aber umso toller weiter. Ich sage jetzt mal nur, dass am 8. März Mario Adorf persönlich hier sein wird und über seinen letzten Film höchstwahrscheinlich, seine Autobiografie Es hätte schlimmer kommen können, dann auch sprechen wird im Foyer. Es gibt auch schon Karten. Aber jetzt nochmal wirklich ganz herzlichen Dank. Wir drücken dir die Daumen für alle tollen neuen Projekte und großartig, dass du hier warst. Christian Albert, vielen Dank. Und natürlich auch Dankeschön an Rudolf Horschlich für das Gespräch. Ihnen guten Nachhauseweg.